Essen mit zwei Händen, mit einer Hand oder ohne Hände? Bei dieser Challenge geht es nur um den Zufall. Wähle eine Karte, erhalte die Aufgabe und versuche deine Mahlzeit so zu essen, dass du schneller bist als die anderen. Der Letzte wird nämlich bestraft, also viel Glück. Fanta, dieser Anfang gefällt mir. Und ich habe Cola. Sprite schmeckt viel besser. Oh Mann, ihr habt bereits eure Karten, oder? Moment, heißt das, ich soll ohne Hände trinken? Oh, das sieht ganz schön schwierig aus. Mann, die Zeit wird knapp. Ich muss mich beeilen. Ich bin mir sicher, ich werde keine Probleme haben. Oh nein, ich habe voreilige Schlüsse gezogen. Wie soll ich jetzt das Ding öffnen? Arme Emma. Das wird wohl nicht funktionieren. Geschieht dir zurecht. Blöde Dose. Oh, wie köstlich. Zu schade, dass ihr es nicht schafft, eure Limonade zu probieren. Ich werd's tun. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich habe das Ding durchbissen. Die Cola peitscht mir ins Gesicht. Hey, hör auf, uns zu bespritzen. Tut mir leid, Emma, aber es gibt keinen anderen Weg. Wenigstens werde ich meine Cola noch auftrinken. Also, seid ihr alle schneller als ich? Ja, ich bin fertig geworden. Ich habe noch eine Idee. Ich weiß, wie ich die Dose öffnen kann. Ich nehme mir einfach den Absatz von meinem Schuh. Das muss doch klappen. Ja, ich hab's geschafft. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Ted, du hast keine Chance. Nein, ist er fertig geworden? Was erlaubst du dir überhaupt? Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich war nur so nervös. Ich hab verloren. Okay, du musst damit leben müssen. Hier kommt deine Strafe. Ich kann nichts sehen. Hey, dieser Fisch sieht richtig eklig aus. Einverstanden. Und wir müssen ihn probieren. Okay, nehmt euch eure Karten. Zwei Hände. Na, zumindest habe ich eine gute Nachricht. Ich fürchte, wir haben alle Pech gehabt. Da werde ich dir nicht widersprechen, Bella. Fangen wir an. Ich bin mir sicher, ich schaffe das am schnellsten. Ja, schaut euch das an. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Ted, reiß dich zusammen. Leute, hört auf zu reden. Ihr lenkt mich ab. Ist das eklig? Ich kann das nicht schlucken. Ich versuch's noch einmal. Ich will gar nicht hinschauen. Ich muss einfach das gesamte Ding auf einmal aufessen. Das wird schon irgendwie klappen. Nein, ich schaff das nicht. No. Ich werde das nicht tun. Was machst du da, Bella? Ich gebe mich geschlagen. Was für eine gute Idee. Ich werde dasselbe tun. Auch wenn es nicht angenehm ist, es ist besser, als den Fisch zu essen. Guten Appetit. Was soll das denn? Nein, ich werde denen noch zeigen. Ich kann das schaffen. Ich bin mutig. Nein, der Geschmack ist einfach zu schlimm. Tut mir leid, ich muss auch aufgeben. Ja, das ist ja viel angenehmer. Was für eine große Wassermelone, ist ja toll. Ich hoffe, ich krieg zwei Hände, um die Wassermelone zu essen. Nein, ich habe schon wieder Pech gehabt. Ich habe Glück gehabt. Schaut zu und seid neidisch. Eine Hand ist auch nicht schlecht. Obwohl ich gerne Emmas Karte gehabt hätte. Interessante Wendung, ich habe keine Ahnung, wie ich zurechtkommen soll. Das wird wohl nicht einfach sein. Viel Glück allerseits. Ich muss diese Wassermelone mit einer Hand zerschneiden. Oh, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Mann, selbst mit zwei Händen ist das ganz schön schwer. Es klappt einfach nicht. Okay, ich muss einfach geduldig sein. Ich hab's geschafft. Jetzt kann ich die Wassermelone in diesen zwei Hälften essen. Oh, die ist so schön saftig. Das Fruchtfleisch ist großartig. Ich bin mir sicher, Leute, es wird euch gefallen. Bella, Emma ist uns zuvor gekommen. Wir müssen etwas tun.
Mein Arm ist schon müde. Es muss noch einen Ausweg geben. Ich will nicht verlieren. Oh, das tut voll weh. Eine ganz schön harte Nuss. Du wirst eher eine Gehirnerschütterung bekommen, als die Wassermelone zu zerbrechen. Ich habe eine Idee. Was machst du denn da, Bella? Die Rückenlehne des Stuhls ist scharf genug. Hab ich's doch gesagt. Es hat funktioniert. Genial, wie bist du bloß draufgekommen? Verlierer. Jetzt wissen wir ganz genau, wer verloren hat. Niemals, ich gebe nicht auf. Das wird der letzte Schlag. Oh, mir ist schlecht. Das war's, ich bin fertig. Blöde Wassermelone. Wegen dir verliere ich. Das ist nicht fair. Wow, es hat funktioniert. Ich hab doch gesagt, es wird klappen und ihr habt mir nicht geglaubt. Jetzt werde ich die Aufgabe erledigen. Auf keinen Fall, Ted. Du wirst mich nicht besiegen. Ich werde fertig sein. Nur noch ein bisschen. Noch ein paar Sekunden. Ja, ich hab's geschafft. Was hast du gesagt, Bella? Sie hat gesagt, dass du verloren hast. Okay, ich werde versuchen, damit zu leben. Auch wenn es nicht einfach sein wird. Du siehst voll witzig aus. Oh, was für ein Duft. Du hast recht, Emma, das riecht toll. Nehmt euch eure Karten. Was für ein Glücksball. Beide Hände. Ja, ich gratuliere dir und ich muss mal wieder ohne Hände essen. Yeah. Ach, eine Hand ist genug, um diese Chicken Wings zu essen. Die Zeit läuft. Wir haben keine Minute zu verlieren. Du hast recht, Ted. Auch wenn ich zwei Hände benutzen kann, sollte ich mich nicht entspannen. Warum brennt das denn so? Was hast du gesagt, Emma? Oh Mann, das ist ja ganz schön scharf. Ich verstehe. Das sind ja ganz schön würzige Chicken Wings. Ich werde nicht aufhören. Ich werde das trotzdem schaffen. Mein ganzer Mund brennt. Boah, wir sitzen hier alle im selben Boot. So weit, so gut. Ich schätze, ich bin immun gegen scharfes Zeug. Mein Mund ist zwar ein bisschen wund, aber ich kann damit leben. Niemand wird sich zurückhalten. Mein Gott, mein Gesicht brennt. Ich halte das kaum aus. Ich bin fertig. Jetzt brauche ich etwas, um mich zu erfrischen. Kein schlechtes Tempo, Emma. Ich brauche Wasser. Na, los geht's. Ich darf mich noch nicht entspannen. Bloß nicht das. Sieht so aus, als würde Bella mich schlagen. Es wird Zeit, die Konkurrenz auszuschalten. Was machst du da, Ted? Ich hab's geschafft. Sorry. Hey, das ist auch nicht fair. Du spielst gegen die Regeln. Das spielt keine Rolle, denn ich hab gewonnen. Weißt du was? Das ist dein Stück. Okay, ich muss zugeben, ich hab verloren. Na also. Vielen Dank, Ted. Das würde ich nur ohne dich machen. Ein ganzes Glas Nutella, fantastisch. Ich bin froh. Diese Karte ist für mich reserviert. Die wird mir doch Glück bringen. Ich habe immer noch zwei Hände. Das nenne ich Glück. Eine Hand reicht auch aus, um das ganze Glas aufzuessen. Herzlichen Glückwunsch. Und was soll ich tun? Nutella ohne Hände essen? Das ist auch eine Bestrafung. Ich glaube, wir haben bereits die Verliererin gefunden. Aber ich werde mich trotzdem nicht entspannen. Los geht's. Ich habe das Glas bereits geöffnet. Mit zwei Händen ist das gar nicht schwer. Und die Schutzfolie kommt auch noch weg. Hier kommt die Nutella. Mann, ist die lecker. Ich kann kaum widerstehen. Emma macht Fortschritte. Es ist Zeit, mich zu bewegen. Ha, Moment mal, ich habe eine Idee. Was machst du denn da, Ted? Es ist auch nicht verboten, meine Beine zu benutzen. Das war's. Und jetzt kann ich mit einer Hand weiterarbeiten. Meine Nutella. Darauf habe ich gewartet. Bitte, sein Freund, hilf mir. Auf keinen Fall. Wir sind gerade keine Freunde, wir sind Konkurrenten. Irgendwann wirst du mir das noch büßen.
Emma, ich hol dich gleich ein. Beeil dich. Ich hab fast gewonnen. Ha, siehst du, ich bin fertig. Aber du hast doch später angefangen. Ha, und jemand hat noch gar nicht angefangen. Das ist eine gute Nachricht. Zumindest habe ich nicht verloren. Bella hat verloren. Das ist nicht fair. Oh doch, du kriegst deine Strafe. Nein, Ted, du kriegst sie. Was erlaubt sie sich überhaupt? Moment, die krieg ich noch. Mann, die sind ja voll lustig. Macht's gut, Leute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.